das Problem so, mit meinem schon Gasteil, habe ich einen 1 Stunde lang aufgenommen mit diesem tollen Gerät. Da war nicht der nötige Vorwärtsschritt da gewesen. Also Sauer ist im Blick nicht erfolgreich nach Bodenbach ins Jahr 2015 zurück. Aber er blickt erfolgreich ins Jahr 2016. Da ging er in die 4. Startposition an den Steg. Und ohne Zweirad ist man hier ziemlich aufgeschmissen. War am Ende der 3 Wertungsläufe dann auf dem 5. Gesamtplatz. Sehr hoch, geiles Wetter. Manuel Sauer-Essig, der wird ja heute hier vom 5. Platz ins Rennen hineingehen. Warm up, die rote Flagge. So, dann gehen wir mal gucken, was es so schönes gibt. Ist damit an den Start gehen, sein Radioman ist der Veranstalter vom Buttermund-Rennen in Dorschborn, der Lehmann-Land, so wie der 27 vom Preußen-Rennen in Marvin Bier zu benennen, der mit 13 Jahren jüngste Ende vom Jahr, wenn der 14 hat eine Ausnahmegenehmigung bekommen, weil er eben in seinen früheren Jahren schon so erfolgreich war. Marvin Bier aus Henningsdorf, südörtlich von Berlin, Weltmeister 2014. Ein Patrick Adler, der weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn man vorne dabei ist. Er gewann 2 Rennen in Kriebstein, auch ein Siegkandidat. Rotlicht ist geschaltet, Reschenfelder super weggekommen, Winkler gut, Adler gut, aber Granatenstadt von Andrin Beißel und vor allem auch von der 21, Leon Fassbender. Was macht der Junge hier? Er ist stark unterwegs hier. Ja, ja. Ein Meister kann das nicht.
überhaupt keine Neuigkeiten. Hast du diverse Abstände untereinander eingenommen mit einer Die Masterkurse sind wieder zu hoch.